Hey Leute, willkommen zu einem weiteren Part Europa Universalis 4. Ja, mit Venedig ist jetzt ja schon ein bisschen her. Und es geht mal wieder hier weiter. Ich glaube, im letzten Part waren wir so ein bisschen damit beschäftigt, aggressive Expansion abzubauen. Da mich, glaube ich, ja, da glaube ich, Burgundia in Imbitus gegen uns beigetreten ist. Was mir nicht ganz so gut gefallen hat, wenn ich mal das so sagen darf. Und ja. Da warten wir jetzt erstmal ab und schauen wir mal, was passiert. Oh, und da passiert auch schon was. Wird der Krieg erklärt. Und zwar von dieser Wolf Herongenua. Naja, wenn es bei den drei bleibt, gut. Wenn es mehr werden, schlecht. Ja, Österreich ist dabei. Und Spanien. Na super. Wie kann denn Spanien denn dazu kommen? Ja, wahrscheinlich über Österreich Verbündete. Ich habe hier keinerlei Moral auf meinen Truppen. Wo ist denn die spanische Flotte? Vielleicht können wir hier was reißen. So, warte mal, was geht denn jetzt hier? Der geht jetzt auf Ancona. Dann versuchen wir einfach mal hier den da nach da oben zu verschieben. Und schauen mal, was da dann da passiert. Obwohl wir keine Moral haben, können wir das Ding ja vielleicht abwehren wegen der Überzahl. Und jetzt kann ich nochmal den reinschieben, der ist am 2. Dezember da. Der bringt immer neue Moral mit. Wir haben jetzt hier über 70.000 Mann, also wenn das nicht klappt, dann weiß ich auch nicht mehr. Die Moral ist halt sowas von am Ende. Aber ja, der Geländevorteil regelt da ein bisschen. Aber wir haben verloren. Was soll ich dazu sagen? Jetzt haben wir hier einen mächtigen Verschleiß. Oh Gott, was sind das für Summen Verschleiß? Ich versuche mal unseren Verbündeten, den Bayern hier ein bisschen zu helfen. Wir gerade eine wichtige Schlacht gegen die Ösi schlagen. Aber da kommt jetzt Litauen zu Hilfe. Auch sehr, sehr gut. So, oh, Schlacht von Salzburg gewonnen. Sehr gut. Jetzt kann ich mich wieder nach Süden begeben. Und versuchen, mal mit den Spaniern irgendwie abzurechnen. Die jetzt hier hochkommen. Ne, sie bleiben in Ferrara stehen. Wir machen Minus. Sag bloß. Aber heftigen Minus. Ja, komm, bitte. 7. April. Komm schon, Leute, und zieh da rein. Litauen, ihr Versager. Ja, sie tun es. Das wird, glaube ich, ein Sieg in der Schlacht. Sehr gut. Ist aber noch nicht sicher. Oh, ich mach doch mal schneller, ich kann es nicht aushalten hier. Und gewonnen, sehr schön. Jetzt darf ich aber ja nicht hier alles direkt verfolgen. Jetzt erstmal Truppen neu formieren und dann weiter den Feind aus dem Land jagen.
verweile jetzt hier erstmal. Und hol mir Moral. Ja gut, die 1000 Mann kann ich natürlich bekämpfen, das ist natürlich gar keine Frage. Was halt genial wäre, wenn jetzt noch der Brite Soldaten schicken würde. Das wäre... Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht daran, dass die Engländer da ihren Arsch von der Insel runter bewegen. Also, setzen wir da rein mal nicht zu viele Hoffnungen. Und bleiben weiter realistisch. Genau. Ach, ich dachte, ich hätte hier schon mal Ansprüche fingiert. Da habe ich mich wohl vertan. Ah, die Armee von Savoy läuft mir hier in die Arme. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Auch wenn ich sie jetzt hier nicht bekomme. Stopp, nicht rein. So. Die spanische Armee erholt sich hier unten, aber ist jetzt nicht so gefährlich, weil sie natürlich nicht ihre komplette Armee schicken. Die haben natürlich Großteil ihrer Armee noch in den Kolonien und sonst wo. Von daher ist das alles hier im guten Bereich. Ich verbessere mal die Beziehung zu Litauen, weil ich gerade erstmal so registriere, wie wichtig Litauen eigentlich ist für mich. Und wie wichtig es ist, gute Verbündete zu haben. Auch wenn man so viele Feinde hat, kann man immer noch gute Verbündete haben. Das sollte man nie vergessen. So. Ja, die Manpower geht jetzt natürlich zur Neige. Oh, oh. Hier haben sie mich jetzt erwischt, die Italiener. Da gehe ich jetzt, ziehe ich jetzt rein mit allem, was ich habe. Also fast allem. Die Spanier haben mich dann erwischt natürlich, nicht die Italiener. Aber eigentlich mit der Verstärkung sollte das geregelt werden. Papstanfluss der Prestige, ich nehme natürlich die Prestige. Das hat mir da ein bisschen mehr wert. Und die spanische Armee wird aber nach und nach auch aufgerieben, also das ist ganz gut. Und die Schlacht in der Romagna wurde gewonnen. Ja. Nochmal nach hier unten belagern. Bam, 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 bam. Das Problem ist natürlich, dass Österreich hier noch 40.000 Mann hat. Ansonsten hätte man hier richtig was fordern können. Dann hätten wir jetzt hier, hier 60-70% Warscore holen können. Aber dazu habe ich jetzt zu wenig Manpower und auch zu wenig Geld, um das hier lange durchzuhalten. Also denke ich, wird es dabei bleiben, dass ich jetzt hier relativ bald versuchen werde, Frieden zu schließen. Das sind so meine Gedanken dazu. Vielleicht geht ja sogar schon, aber wahrscheinlich eher nicht. Ne, die wollen sogar noch richtig was dafür haben. So. Jetzt erstmal abwarten, was macht der Spanier, wenn er überhaupt noch was hochschickt. Wenn überhaupt. Wie sieht es flottentechnisch aus? Ich habe keine Schiffe verloren, das ist gut. Ich würde gerne mal, was haben wir denn hier? Das ist so eine kleine Kriegsflotte der Spanier. Ich will mich der mal entgegenstellen. Ich bin mal gespannt, ob ich die da besiegen kann. Die spanische Flotte. Wo ist meine Flotte? Ach da, mach doch mal schneller hier. So, kommt es jetzt hier zum Aufeinandertreffen? Sieht irgendwie nicht so aus. Er scheint abgehauen zu sein. Oder. Naja. Dann mache ich mal ein bisschen schneller. Na komm, dann ziehe ich mal wieder zu. Oh, jetzt ist er hier direkt vor meinen Küsten. Oh, 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 oh. Da muckt er auf. Da muckt er auf.
Jetzt habe ich hier an der Adria Schiffe verloren, weil dieser Idiot an mir vorbeigefahren ist. Wie ist denn sowas möglich? Das verlieren wir jetzt keinen Befehlshaber und es sind noch Schiffe von Ferrara. Ja, easy verloren. Kein Ding, easy. Amüsant manchmal. Was? Scheiß Ferrara, ey. Warum habt ihr 12 Schiffe? Mann. Hier. Der sucht Stress. Ihr werdet mal den Spanier hier blatt machen, ey. Gott, der hält mit seinem paar Soldatchen da stand, Mann. Oh, die haben hier oben gewonnen gegen den Österreicher. Er hat auch seine Großteil seiner Armee jetzt langsam, musste langsam einbüßen. Wenn ich jetzt hier noch gewinnen könnte, aber das sieht schlecht aus. Hallo, zieht er mal deine Truppen da runter? Was macht er denn da? Und verloren. Ach du Kacke. Hier steht er mit 10.000 Mann. Die musste einfach nur runterziehen und dann haben wir hier gewonnen, den Krieg. Ich will hier meine komplette Flotte. Ah, ja, flottentechnisch keine Chance gegen Spanien, das sollte ich auch aufgeben. Da ist einfach kein Rankommen. Hm, Nizza würden sie mir nicht geben. Schade eigentlich. Und Hummen sind Rebellen. Ach, da. Naja. Ja, bitte rennt rein, bitte. Ich bitte darum. Ja, danke. Geil. Das ist jetzt wirklich gut. Dass der Krieg sich so gut zu uns verdunsten, wenn er natürlich auch nicht gedacht. Aber liegt auch daran, dass Spanien ja schon irgendwie begrenzt ist in seinen Mitteln. Also weil die halt so viel in ihre Kolonien investieren. Ja, und Österreich ist jetzt so gerade ein bisschen ganz schön am Arsch. Aber eine Provinz würde mir ja schon reichen. Nizza. Verträge aufkündigen mit Spanien. Ne, das würden sie nicht machen. Ja, dann muss der Krieg noch ein bisschen weitergehen, denn das ist mir schon sehr, sehr wichtig, dass die Verträge mit Spanien aufgekündigt werden. Das ist schon essentiell für mich. Ich denke mal, ich werde dann doch trotz alledem ein paar, na wie sagt man, Großschiffe benötigen, um gegen Spanien irgendwie ankommen zu können. Ansonsten wird das alles nichts. Muss ich jetzt doch einsehen. Und dann wird das, glaube ich, irgendwann. Hören wir vielleicht Spanien ein, aber es wird schwer. Das wird verdammt schwer. Ah, wir können ja hier weiter forschen. Dann machen wir das doch auch mal. Gar kein Problem. Jetzt können wir Plantagen bauen. Was auch immer das sein mag. Gebäude. Keine Ahnung. Wird irgendein Gebäude sein. Vielleicht auch hier was. So, dann muss ich wieder mal gucken. Was ist denn Hummen? Was sind das denn? Oh, bosnische Nationalisten. Oh, die machen, können natürlich Ärger machen, wenn die wollen. Ah. Gut, eine weitere Schlacht gewonnen, allerdings sehr, sehr knapp.
So, jetzt würden sie das annehmen, was ich wollen würde. Und dann mache ich das jetzt auch. Denn, bevor es hier noch viel mehr Verluste gibt, sollte man dann nochmal Schluss machen. Und 10 Transportschiffe, das ist natürlich nicht viel. Allerdings sollten die reichen. Ja, dann holen wir mal die Armee hier ran. Die Armee sollte, was haben wir hier? Ich verliere republikanische Tradition oder Stabi. Dann nehme ich die republikanische Tradition gerade mal. Und hier mache ich eine Kernprovinz draus. So, wie sieht denn das mit Aggressiven aus? Ja, Burgund 2,9. Immer noch ein Bündnis gegen mich. Macht mir keine Angst, Leute. Und dann baue ich hier mal ein paar Handelsschiffe nach. Ich werde jetzt meine Kriegsflotte erstmal ein bisschen vernachlässigen. Denn ja, auf lange Sicht werden wir mit Spanien erstmal nicht konkurrieren können. Nicht auf lange Sicht, sondern gerade kurzfristig. Von daher soll ich jetzt nicht so viel rein investieren. Keine Ahnung. Yep, das altbekannte Telefon, genau, aber wir waren ja hier an der Rebellensbekämpfung. Ja, und das machen wir jetzt einmal weiter. Und ja, ansonsten muss man mal wissen, wie der jetzt hier Manpower sparen. Die ist ja komplett aufgebraucht. Was? Das ist ja schrecklich. Oh Gott, jetzt sagt mir nicht, dass wir noch hier gegen die paar Leute da verlieren. So, ja, Österreich will mir jetzt das illegale, das Reichsterritorium aberkennen, aber das mache ich natürlich nicht. Da wäre ich ja blöd. So, aber schaut's mal aus hier. Ich glaube, die die Söldner können dann auch erstmal weg. Und dann sieht das hier schon ein bisschen besser aus, mit der Kohle auch. Die hat auch ein bisschen gelitten. Frankreich holt jetzt, so wie es aussieht, die Provence. Finde ich ein bisschen schade, dachte ich, könnte ich mir holen. Ich habe es halt nur noch nicht getan wegen Burgund, weil ich halt doch einen heiden Respekt vor den Leuten da habe. Die können, wenn die wollen, mich richtig fertig machen. Ja. Was macht denn Spanien? Immer noch mit den Azteken im Krieg. Income-technisch, ja, 100. Einfach 100. Was soll man dazu schon sagen? Ich meine, es ist einfach nur abartig. Ich bräuchte unbedingt mal mehr Qualität in meiner Armee. Das ist ganz wichtig. Dass ich mal mehr Qualität bekomme. In meinen Truppen. Bin ich denn Militär voraus? 10 Jahre voraus, der Zeit voraus, militärisch. Wow. Oh, die stehen ja noch auf feindlichem Territorium. So, wie viel Landeseinfluss habe ich denn hier? 118. Und die Analyx. Oh, Asker, ja. Nationalistischer Aufstand. Korfu! Dann geht als nächstes nach. Oh, Kreta auch. Wirklich? Da sind es halt 12.000, ne? Das ist halt schon heftig. Da kann ich gleich mal ein paar davon bauen. Ein paar Transportschiffe. Brauche ich eh mehr. 10 Stück sind viel zu wenig für die Zeit. Ich will ja auch irgendwie meine Leute gescheit hin und her schippern können. Und dafür brauche ich mehr Transportschiffe. Ja. Okay. Frankreich hat jetzt Avignon und die Provence geholt. Jetzt bleibt für uns theoretisch noch Louvigné. Und jetzt werden hier die ganzen Provinzen restrukturiert. Das ist ja schrecklich. Kreta ist so schnell gefallen, aber sicher.
Frufter. Was haben wir hier? Eine Karacke. Sag mal, ich habe die noch niemals den Bau gegeben. Was ist das? Die kostet nur Money. Ungarn hat Böhmen den Krieg erklärt. Naja. Ja, so unsere ganzen Transportschiffe sind fertig. Dann lass die doch schon mal miteinander verbinden hier. Ah, 20.000 Mann werden da wohl nicht drauf passen, nehme ich mal an. Boah, was geht hier ab, Mann? Mit den ganzen Rebellen. Aber 18.000 passen drauf. Und dann tschüss, tschüss. Herrscher und Einschiffen. Also wir können irgendwas hier weitermachen. Ein Ruf zu den Waffen. Oh mein Gott, das Land Bayern erfordert eure Unterstützung gegen diesen Alliierten. Ich hoffe, ich bete einfach, dass Burgund nicht mitmacht. Ah, die Burgund ist gerade mit Frankreich im Krieg, deshalb machen die nicht mit. Auch gut. Wo waren wir genau? Wir wollten Kreta uns wieder zurückholen. Unser schönes Land. So, du bist gleich da. Genau, ach genau. Und ich wollte hier noch vielleicht was machen. Flottenkommandantenmanöver. Oder wir warten hier und forschen hier gleich. Dann forsche ich lieber da gleich. Und dann schauen wir mal, ob die 18.000 Mann reichen. Ich kann nur hoffen. Sieht eigentlich ganz ordentlich aus, muss ich sagen. So, wie schaut es denn jetzt hier mal Inka-mäßig aus? Oh ja, nee, das ist ja gar nicht Inka. Upsla. Das dritte mit 72 vor den Ottos. Läuft. Läuft, läuft. Gewonnen. Win, win, win. Ich glaube, ich kann schon mit denen nach da gehen. Weil das sollte gleich fallen. Und ich freue mich auf jeden Fall schon gleich, wenn wir dann hier die neue Technologie bekommen. Dann werde ich auf jeden Fall, glaube ich, was Militärisches dem. Vielleicht Qualität oder Offensiv. Das werde ich dann nochmal überdenken. Korfu ist jetzt gefallen und jetzt kann ich ja auch hier einschiffen und auf den Balkan marschieren. Ach komm, warum sind die mit Moskau verbündet? In Österreich, super. Ich fege hier meinen Anspruch auf Frankreich. Oder lieber mal hier. Nee, machen wir mal hier Frankreich, weil die sind gerade echt schwach. Die haben auch keine guten Verbündeten oder so. Ich könnte mich halt auch versuchen, mit Frankreich zu verbünden gegen Burgund. Das bleibt halt auch noch da, aber. Nein. Ich finde hier auch die Provence. Und, da würde ich sagen, ist dieser Part auch fürs erste Mal beendet. Ich werde jetzt hier im nächsten Part noch weiter die versucht, die Rebellen unter den Griff, in den Griff zu bekommen. Und dann, ja, gucken wir mal, wie es dann weitergeht, die Reise. Momentan ist es eher so abgewartet, weil wir eher so, ja, eben dementsprechend handeln müssen, was Länder wie Spanien mit uns machen. Also, ob die uns in Ruhe lassen, wie die handeln. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Macht's gut, bis dann.